unsere Streitkräfte. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von StarCraft 2 Heart of the Swarm. Wir sind hier gerade dabei, einige Brutalisken, also einen Brutalisken zu... Oh oh. Das geht, glaube ich, schief. Das heißt, ich brauche ganz, ganz, ganz viele Zerglinge. Ihr Zerglinge angreifen. Und ich brauche auf jeden Fall noch mal ein paar Heiler. So, wie sieht's denn hier aus? Hier sieht's gut aus, das haben wir geschafft. Ein Hybrid hat begonnen, dich mit psionischer Energie anzugreifen. Wir machen kurz die Heilung an und dann... Nicht bekämpfen. Der Schwarm hat die Kontrolle über beide Brutalisken übernommen. Den Brutalisken einfach mit. Exzellent. Jetzt vernichten wir die Hybriden. So, ihr geht mal wieder hier nach oben. Und du, Kirimor, breitest dich mal noch nach hier unten aus. So, Kerrigan, einmal Heilung anwerfen und den Hybriden, ja, der ist vernichtet. So, das heißt, wir haben noch vier Hybriden übrig. Der Schwarm hat seinen Zweck erfüllt. Ein zerbrochenes Werkzeug. Nutzlos. Ignoriere sein Geschwätz. Wir haben noch mehr Bereiche des Labors unter unsere Kontrolle gebracht. Weitere Hybrid-Signaturen entdeckt. Ja, damit habe ich gerechnet. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So. Dann sind wir doch hier schon mal. Kerrigan, du gehst mal bitte genau dahin. Und wirst mal ein bisschen Heilung an. Während ihr mit unserer Gruppe 1... Die Eroberung geht weiter. Setzen wir mal ein paar Kriechertumore. So, das heißt, welcher von den Hybriden wird uns wohl als nächstes angreifen? Auf jeden Fall werden wir in der Evolutionskammer mal die nächsten Upgrades erforschen. Und... Ah, okay, ich brauche mehr Overlords. Machen wir doch gleich mal 5 Stück. Dann machen wir gleich noch 2 mehr. Dann dürfte mal relativ weit sein. Dann könnten wir eigentlich gleich direkt eine Drohne nehmen. Die mal hier hinschicken. Mineralienfeld erschöpft. Und dann würde ich sagen, gehen wir mit unserer Gruppe 1, die jetzt eigentlich wieder ziemlich fit aussieht. Gehen wir doch gleich mal hier hoch. Und schau mal hier, was es denn so hier oben gibt. Wahrscheinlich eine kleine Basis der Menschen. Oder sowas? Nein, eigentlich nicht, aber der Panzer muss weg. Und der andere Panzer muss auch weg. So, zerstören wir doch einfach hier mal alles, was uns da so um den Weg läuft. Nochmal kurz Heilung anwerfen. So, da stehen wir doch gerade jetzt schon mal ganz gut. Diese Schaflinge. Also Gruppe 1 angreifen daher. Ja, die Rächer sind ja kein größeres Problem. Dann werde ich schon mal den Weg zu diesem Hybriden hier freiräumen. Was haben wir denn da oben? Ich glaube, ich keine Produktionsgebäude mehr. Das ist schon mal gut. So, dann gehen wir einfach weiter. Meine Leute sind einigermaßen fit. Das finde ich gut. Ich bin mal gespannt, wann der nächste Hybride denn eigentlich dann angreifen wird. Macht euren Frieden. Wenn wir machen schon mal den Weg zu ihm frei. Und einmal Angriff bitte. Einmal Panzer kaputt.
und mal kurz Heilung. Und machen wir mal den da oben. Hybrid greift dich an. Welcher denn? Der hier unten. Das ist nicht so schön. Okay, das heißt, alle mal hier hin. Während die Sharplinge hier ein bisschen weiter aufräumen können. Und zwar vor allem diese Kaserne. Deine Königin lauscht. So, Kerrigan. So, und gleich Heilung anwerfen. Und nochmal Heilung anwerfen, bitte. Der nächste Hybrid, der weg ist. So, aber ich brauche nochmal ein paar. Ja, brauchen wir doch ein paar Hydralisken. Und ihr alle seid meine Gruppe 2. Ihr geht mal hier hin. Während sich diese Pikettumor bitte etwas ausbreiten. Vielleicht mal dahin. Also die Menschen liefern auf dieser Karte ja so gut wie gar keine Gegenwehr. Du baust hier gleich mal eine Brutstätte. Ich bin der Schwarm. Es dürfte es eigentlich nicht mehr allzu lange dauern, bis dann der nächste Hybrid angreift. Irgendwann geht ihr alle mal da hoch. Kann ich die Hybridzelle angreifen? Sprich. Kann ich? Hybrid greift dich mit psionischer Energie an. Kannst du ihren Hass spüren, Kerrigan? Heilung. Du wirst durch dein Bewusstsein. Okay, da will ich jetzt doch etwas mehr, als ich eigentlich vorhatte. Aber es hat funktioniert. Du überraschst mich. Aber deine Lage ist noch immer hoffnungslos. Wenn das hier Gruppe vorbei 2. Bist du an der Reihe, Naut. Alles mal angreifen, was da so kräuchend fleucht. Und Gruppe 1, alles angreifen. Signaturen aufgespürt. Sie befinden sich ganz in der Nähe. Zwei Stück direkt nebeneinander. Oh oh. Das kann eigentlich nicht gut sein. Deine Königin so, Gruppe 2 erholt sich jetzt hier erstmal bitte. Und ich brauche für Gruppe 1... Ich werde Vergeltung üben. Auf jeden Fall noch ein, zwei Schwarmköniginnen und einige Hydralisken. Hier ist alles gut, sehr schön. Was, wie viel Arbeit haben wir denn hier jetzt zu viel? Immer noch dich und euch zwei und dich nehmen wir doch mal mit. Mutation und dich und na, dich. Euch nehmen wir doch mal mit. Ihr könnt schon mal hier oben anfangen abzubauen. So, einmal Heilung anwerfen, bitte. So, Gruppe 2. Geht mal hier hin. Gruppe 1. Da kommt ihr noch mit dazu. So, und dann werden wir gleich versuchen, uns mal da durchzukämpfen noch. Wir kennen keine Grenzen. Und natürlich den Kriecher noch etwas auszuweiten. Denn je mehr Kriecher wir haben, desto mehr sehen wir. Das nächste Mineralienfeld ist erschöpft. Ja. So, da bin ich mal gespannt. Was uns da jetzt noch alles im Weg stehen wird. Offensichtlich einiges. Aber es geht hauptsächlich wohl um die beiden Hybriden. Schablinge, ihr lauft mal da hoch. Sprich. Zu den Hybriden. Ab nur hochlaufen, da ist also keiner, okay. Wir kennen keine Gut. Grenzen. Dann gehen wir mal hier hin. Okay, das war jetzt wahrscheinlich etwas mehr, als ich eigentlich wollte an Gegnern. Aber nun gut. So.
Und nur was war das für ein komisches Geräusch? Warum lasst ihr den Brutalisten da ganz alleine sein? So, hier geht es eigentlich. Hier vernichten wir dann einfach nur noch alles. Der Schaflinge macht mal die Kommandozentrale kaputt. Während der Rest einfach den Rest niedermacht. So. Da das die letzten beiden... Welcher ist denn erschöpft? Ihr drei geht mal hier hoch und baut Mineralien ab. Während du hier eigentlich dann mal einen Extraktor baust. So, das sieht im Moment gar nicht so schlecht aus. So, welches Upgrade fehlt noch? Machen wir doch die beiden noch. Kommen zwar beide eh nicht mehr zum Tragen, aber wer weiß. So, ihr Larven. Narut hat zwei Hybriden gleichzeitig erweckt. Es ist soweit, Kerrigan. Töte sie. Und das Labor gehört uns. Zum Üben. So, jetzt müssen wir eben hier mit allem angreifen, was wir dann so dabei haben. Ich nehme den Rest. Ich nehme an, der Rest dürfte wohl nicht mehr kommen. Ach, da haben wir noch einen Zergling. Deine Königin lauscht. So, warten wir kurz auf die Gruppe 2. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So, denn Gruppe 2 greift einfach mal den hier an und Gruppe 1 greift den hier an. Keine Gnade. Ich bin mal gespannt, wie sich das ausgeht. Und einmal Heilung anwerfen. Sofort. Und nochmal Heilung anwerfen. Und vielleicht schaffen wir es ja. Könnte zur Not auch nochmal so eine Kapsel. Mal so eine Kapsel zünden, aber das ist ja eigentlich jetzt schon vorbei. Yay, Sieg! Wir waren erfolgreich, meine Königin. Im Labor gibt es keine weiteren Signaturen von Hybriden. Schickt den Schwarm in die unteren Ebenen. Tötet alles, was sich uns in den Weg stellt. Narut hat etwas vor. Und ich werde herausfinden, was es ist. Ja, da bin ich mal gespannt. Erfolg errungen, Hand der Dunkelheit. Das war's schon. Okay. Schade eigentlich. Ah, wir haben nur eine von zwei Kommandozentralen zerstört. Wir haben insgesamt knapp über 24 Minuten gebraucht. Haben keine Hybriden von Terranern töten lassen. Aha, ist wohl auch für den Erfolg notwendig. Auf jeden Fall haben wir einen Erfolg geholt, und zwar den, dass wir die Mission abgeschlossen haben. Den Erfolg, zerstören Sie in Hand der Dunkelheit zwei Kommandozentralen, haben wir nicht geschafft. Der Erfolg nennt sich nicht mit Commander. Und den dritten Erfolg, Macht ist unterwältigend, vernichten Sie in Hand der Dunkelheit auf dem Schwierigkeitsgrad normal drei Hybridzellen, bevor die Hybriden befreit werden, haben wir auch nicht gemacht. Hätten wir eigentlich machen können, habe ich aber irgendwie bewusst drauf verzichtet. Hm, okay. Fahren wir doch erstmal dann... Fahren wir doch gleich mal fort. So. Und zwar mit einem wunderschönen Ladebildschirm, wie so oft. Und eben wieder den Planeten zeigt, auf dem die Skygear-Station ist. Und ich bin mal gespannt. Ich bin gerade am Überlegen. Ich habe dort drin Naruts Gedanken berührt. Ich konnte seine Hingabe zu diesem... Amon spüren. Narut versucht schon seit Jahrtausenden, seinen Meister auferstehen zu lassen. Es ergibt Sinn. Der endlose Konflikt zwischen Protoss und Zerg, die Hybriden, alles Teil des Plans, Amon wiederzuerwecken. Nicht, wenn wir ihn aufhalten. Ja, was wir ganz sicherlich auch tun werden. Zunächst mal bin ich jetzt sehr gespannt, was denn... DHK zu der ganzen Sache zu sagen hat. Die Hybriden.
ihre Essenz ist stark, aber ich kann sie nicht sammeln. Narut hat sie erschaffen. Glaubst du, er wird dir mehr Essenz beschaffen, wenn du ihm folgst? Er dient einem Meister, der alle Essenz verschlingen wird. Du sprichst von Armer? Ich glaube, er ist tot. Und ich werde sicherstellen, dass das auch so bleibt. Sollte er leben, wird alle Essenz verloren sein. Entwicklung wird nicht mehr möglich sein. Ich werde kämpfen. Sehr schön, Daka. Du hast es also verstanden. Glaube ich zumindest mal. Dass wenn wir scheitern, dass dann eigentlich nichts mehr sein wird. Und der Hacker kann da eben keine Essenz mehr sammeln. Deswegen erklärt er sich gerade bereit, auf unserer Seite zu kämpfen. Dann, ich würde sagen, gehen wir einfach von links nach rechts durch. Zagara, was hast denn du zu sagen? Dieses Ding im Labor, Narut. Es verhüllt seinen Geist vor mir. Doch ich spüre seine Macht. Erzähl mir davon. Es ist anders als alles, was ich kenne. Aber du hast den Uralten vernichtet. Du hast die Macht von ganz Zerus. Es entspringt der Leere. Kalt und abweisend. Aber so machtvoll, dass es schmerzt. Ja, Narut ist ja weder Zerg noch Tana noch Protoss. Er ist etwas ganz, ganz anderes. Etwas, das wir bisher noch nicht kennen. Und, naja, er ist eben sehr, sehr machtvoll. Wie könnte er sonst hoffen oder wagen zu hoffen, einen Xel'Naga, etwas noch mächtigeres, etwas Gottgleiches quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, wieder auferstehen zu lassen? Auf jeden Fall schauen wir mal, was Isha zu dem Ganzen zu sagen hat. Wir spüren merkwürdige Signaturen im Labor. Du meinst außer den Hybriden und dem Gestaltwandler? Protoss, meine Königin. In großer Anzahl. Ja, ich spüre sie jetzt. Tal'Darim. Sie dienen Armon bereitwillig. Sie beten ihn an. Sie beten einen toten Gott an? Das macht sie umso gefährlicher. Oh. Protoss da drin? Das gefällt mir gar nicht. Das heißt, wir werden gut in der nächsten Mission dann wahrscheinlich gegen Protoss kämpfen müssen. Und wenn sie in großer Zahl da sind, dann sind sie immer gefährlich. Also Protoss sind ja auch schon in geringer Zahl, nicht ganz ohne. Zumindest wenn wir ihnen nicht in großer Zahl entgegentreten. Aber wenn sie in großer Zahl da sind, ich hoffe mal, wir können sie einen nach dem anderen dezimieren. Und dann sehe ich da kein größeres Problem. Zunächst mal bin ich aber sehr gespannt, was Alexei Stukov zu sagen hat. Alexei? Ich frage mich, wie Narut es schaffen wollte, ein so mächtiges Wesen wie Armon wiederzuerwecken. Ich glaube, die Hybriden sind der Schlüssel. Sie sammeln psionische Energie. Aber wo würden sie genug davon finden, um einen toten Gott wiederzubeleben? Du hast gesagt, dass ein altes Xel'Naga-Artefakt genutzt wurde, um dich wieder zu einem Menschen werden zu lassen. Aber all deine Macht als Königin der Klingen, wohin verschwand sie nach deiner Verwandlung? Du meinst, es könnte ein Hybrid in der Nähe gewesen sein, der diese Energie gesammelt hat? Und genutzt hat, um... Oh nein. Sollte Narut das Xel'Naga-Artefakt auf diese Weise genutzt haben, hat er möglicherweise bereits genügend Energie, um Armon wiederzubeleben. Erfolg erholen, Geheimnisse der Xel'Naga. Also ich hoffe nicht, dass Narut bereits genug Energie hat und ich hoffe ganz bestimmt nicht, dass er das Artefakt hat. Wir haben es ja in der Zwischensequenz bei Arcturus Lengst gesehen und ich hoffe mal, dass es auch noch genau dort ist, bis wir dort ankommen. Hoffe ich mal. Auf jeden Fall werden wir das alles erst in der nächsten Folge sehen, frühestens. Wir haben ja für die nächste Folge bereits eine Evolutionsmission für die Mutalisken freigeschaltet. Die werden wir dann in der nächsten Folge machen. Und dann werden wir uns weiter um das Labor der Skygear-Station kümmern und dort die Protoss vernichten.
Ich bedanke mich bei euch wie immer sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei, wenn wir eben unsere Mutalisken etwas weiterentwickeln, die ich eigentlich noch gar nicht wirklich benutzt habe. Vielleicht danach werde ich sie vielleicht häufiger benutzen. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis denn.